Der jetzige Vortrag vom Herrn Professor Fichtner, der freut mich persönlich auch sehr. Warum? Ich habe sechs Jahre gelernt an der Universität Stuttgart, wie man oszillierende in rotierende Bewegungen umwandelt mit konventionellen Kraftstoffen. Und ja, vielleicht ist in ein paar Jahren davon nicht mehr viel übrig, beziehungsweise dieses Wissen nicht mehr so gefragt. Und der Umbruch hat schon im vollen Umfang stattgefunden. Und mich und uns freut es bestimmt und sind gespannt darauf, ich sage mal, wie man hier die Themen sortiert und ja, welcher Antrieb eben hier für welchen Einsatz, Zweck und Rahmenbedingungen der richtige ist. Herr Professor Fichtner, ausgewiesener Experte auf dem Thema. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank. Also erstmal vielen Dank für die freundliche Einladung, auch an Herrn Berger, der hat mich irgendwie ausfindig gemacht und hat mich dann hierher gebracht, kann man sagen. Ja, dafür bedanke ich mich recht herzlich, gerade bei diesem wunderbaren Wetter. Ich war noch nie in Isny, muss ich gestehen. Und ich muss sagen, Isny ist größer, als es tatsächlich ist. Also ich kannte Isny natürlich, obwohl ich aus Heidelberg bin. Habe jetzt aber erfahren, es hat eigentlich nur 10.000 Einwohner. Ja, und 14.000, oh, mit umliegenden Gemeinden habe ich gelernt. Okay, also es freut mich, hier zu sein. Ich werde ein bisschen was zur Transformation der Antriebe sagen. Ich muss zu meiner Person vielleicht sagen, ich habe in meinem Forscherleben so ein paar Dinge schon gemacht. Ich habe 4 Jahre auf den sogenannten E-Fuels gearbeitet, habe dann 12 Jahre in der Entwicklung von Wasserstoffantrieben gearbeitet und bin seit etwa 2012 im Batteriebereich tätig, seit einigen Jahren auch Direktor von einem großen Batterieforschungszentrum in Ulm. Na, jetzt springt er da immer automatisch weiter. In Ulm, Helmholtz-Institut Ulm, ist ein gemeinschaftliches Institut des KIT, eben gerade noch erwähnt worden, und der Universität Ulm mit 2 weiteren Partnern, dem Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung in Baden-Württemberg und dem DLR. Thema ist jetzt, ich werde versuchen, so aus dieser vergangenen Expertise so eine Art Zusammenführung zu machen und werde also die verschiedenen Antriebsarten ein bisschen im Vergleich betrachten. Dazu ist es vielleicht mal interessant, wenn man sich mal anschaut, wie sich die fossilen Energieträger im Lauf der Jahre entwickelt haben. Stellen wir uns einfach mal vor, wir sind jetzt im Jahr 4000 und schauen zurück auf die Menschheitsgeschichte, was da passiert ist. Da sehen wir also, da ist irgendwo um das Jahr 2000 rum, gab es einen gigantischen Anstieg im Verbrauch fossiler Energieträger und dann war es auch schon wieder bald vorbei. Ja. Und das ist jetzt... Irgendwie läuft es immer weiter. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist jetzt insofern interessant, weil die Frage ist, wo sind wir denn hier überhaupt? Manche sagen, ja, wir sind noch kurz davor, vor dieser Spitze. Manche sagen, wir sind genau drauf. Die anderen sagen, wir sind kurz danach. Letzten Endes ist es unerheblich, ob das jetzt 5 Jahre hin oder her ist. Also wir sind an diesem Punkt, wo wir jetzt zunehmend auf die sogenannten nicht konventionellen Quellen wie Fracking, Teersande, Arktis, Tiefsee zurückgreifen müssen, weil die klassischen Öllager langsam leer laufen. Und das ist hier ein Feld, was es jetzt aufzufüllen gilt. Und das haben wir jetzt die letzten 2 Tage schon mehrfach gesehen. Das ist nicht einfach. Ja, das ist nicht einfach. Im Mobilitätsbereich, nicht einfach im Hausbereich, im gesamten Lebensbereich. Das spielt hier alles rein und das ist sicher eine der größten Herausforderungen für uns Wissenschaftler und Ingenieure, wie wir das überhaupt hinbekommen können. Jetzt ist das Thema heute
Mobilität. Wir haben ja gestern gelernt im Vortrag von dem Herrn Drechsel, dass die Mobilität einen erheblichen Einfluss macht auf unsere gesamte Treibhausgasbilanz. Ich habe hier mal so eine Zusammenfassung mitgebracht aus einer Studie, die letztes Jahr veröffentlicht wurde vom International Council of Clean Transportation hier. Und die zeigt die Treibhausgasemissionen von einer bestimmten Antriebstechnik über den gesamten Lebenszyklus. Das heißt von der Wiege inklusive Vorkette bis zur Bahre, also bis zum, zur Endlagerung nach dem Recycling. Da sehen Sie, da gibt es so ein paar höhere Balken hier links, dann gibt es so ein paar niedrigere Balken, die sind hier rechts. Das hier sind die Balken der Verbrenner. Da unten haben Sie jeweils immer den Gestehungsaufwand des Fahrzeugs, hatten wir eben auch schon im Vortrag von Herrn Berger. Und dann sind eben die Treibhausgasemissionen, die einfach durch den Verbrauch zustande kommen. Jetzt haben Sie hier so ein paar geringere Balken. Da ist einer ein bisschen höher. Das hier insgesamt sind die Elektroantriebe. Hier sind die zwei batterieelektrischen Antriebe mit dem aktuellen Strommix. Mit dem Strommix, der jetzt 100% Erneuerbare beinhaltet. Vorhin war die absolut richtige Anmerkung, dass auch erneuerbarer Strom nicht 100% CO2-neutral ist, weil Sie haben den Gestehungsaufwand von der Photovoltaik. Das ist dann eher der graue Balken hier im Gesamtding. Das hier sind die Wasserstofffahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge. Da sehen Sie, einer davon ist hier so ein bisschen höher. Und das ist der Treibhausgasfußabdruck von einem Wasserstofffahrzeug im Moment. Warum ist der so hoch? Sie sehen, dass hier, das Grau hier ist der Brennstoff. Das liegt einfach daran, dass der Wasserstoff nicht grün ist. Der Wasserstoff im Augenblick kommt zu 96% aus der Dampfreformierung von Erdgas. Und da haben Sie pro Kilogramm Wasserstoff haben Sie 12 Kilogramm CO2, was Sie dabei emittieren. Ja, und das ist ein erheblicher Beitrag. Das heißt, im Augenblick ist der CO2-Fußabdruck von dem Wasserstofffahrzeug irgendwo zwischen Plug-in und einem Diesel. Ja, also aus Klimagründen würde ich Ihnen das Wasserstofffahrzeug im Augenblick nicht empfehlen. Ja. Trotzdem gibt es natürlich die Perspektive, deutlich besser zu werden. Wir haben vorhin auch schon mal kurz gehört, dass der Wasserstoff einen höheren Gestehungsaufwand erfordert. Das äußert sich dann in den Balken hier. Wir haben auch gesehen, dass die Batterie einen gewissen Anteil hat an der Gesamtbilanz. Das ist der gelbe Balken hier. Aber, und das übersehen viele auch gern, auch der Wasserstoffantrieb hat einen erheblichen Fußabdruck. Wenn Sie sich mal so einen Querschnitt von so einem Wasserstofffahrzeug anschauen, im Vergleich jetzt zu einem Batteriefahrzeug, da sehen Sie unten so eine Platte von einem Batteriefahrzeug und da ist ein bisschen Elektromotor und das war's. Beim Wasserstofffahrzeug ist alles voll. Sie haben mehrere 700 Bar Tanks im Fahrzeug drin. Das ist hochverdichtete Carbonfaser, sehr dick. Das hat einen großen Gestehungsaufwand, die Brennstoffzelle selber auch. Und deshalb sind die hier praktisch vergleichbar, sage ich mal. Also das ist die Ausgangslage. Wir haben also im Augenblick das Gefühl, wir möchten gerne hierher irgendwo, vielleicht ohne das hier. Aber hier, eine von den drei Optionen hätten wir gerne. So. Jetzt ist es natürlich so, es gibt natürlich auch noch den Wunsch, vielleicht den Verbrennungsmotor aus, vielleicht, ich sage es einfach mal aus Gewohnheitsgründen, weiter zu betreiben. Und die Idee, die das rechtfertigen soll, ist die Idee der sogenannten E-Fuels, also elektrisch hergestellte Brennstoffe. Was ist das? Also Punkt 1, E-Fuels gibt es tatsächlich. Kann man machen. Der Prozess dafür ist schon seit Jahrzehnten entwickelt. Was man machen kann, ist, man sammelt CO2 aus der Luft. Das ist nicht ganz einfach, komme ich gleich dazu. Erzeugt Wasserstoff. Auch nicht ganz einfach, bringe ich in der Chemieanlage zusammen und dann bekomme ich nach mehreren Schritten eine Flüssigkeit. Die kann ich dann in meinen Tank füllen oder kann sie im Haus verbrennen und kann dann solche
Anwendungen beschicken wie Flugzeuge, LKWs, Schiffe, vielleicht auch im Haus verbrennen und so weiter. Super, oder? Jetzt haben Sie vielleicht auch mitgekriegt, es gibt auch Kritik daran. Ja? Und ich will mal vielleicht versuchen zu erläutern, woher das kommt. Um das hier herzustellen, müssen wir erstmal Wasserstoff herstellen. Das ist recht energieaufwendig. Sie müssen, um ein Kilogramm Wasserstoff herzustellen, brauchen Sie 55 Kilowattstunden Energie, elektrische Energie. Dann müssen Sie CO2 sammeln aus der Luft. Das größte mir bekannte Projekt, in dem das geübt wird, ist in Island im Augenblick. Da hat man eine große Anlage mit dem sogenannten DAC, das ist das Direct Air Capture Verfahren, also das direkt aus der Luft abscheidende Verfahren. Da brauchen Sie, um eine Tonne CO2 abzuscheiden, etwa 1000 Kilowattstunden Energie. Das heißt, es ist etwa ein Viertel bis ein Drittel der Energie des E-Fuels, was Sie hinterher produzieren. Müssen Sie einfach nur auch schon mal aufwenden, um das zu erzeugen. So. Die aktuellen Zahlen sehen so aus, dass Sie für die Produktion von einem Liter E-Diesel etwa 23 bis 27 Kilowattstunden elektrische Energie am Anfang der Kette aufwenden müssen. Ja. Jetzt machen wir eine kleine Rechnung. Ein Diesel-Pkw verbraucht, sagen wir, 6 Liter auf 100 Kilometer. Das heißt, Sie haben dann für diese 6 Liter einen Gestehungsaufwand von 160 bis 170 Kilowattstunden. Jetzt fahren, glaube ich, der ein oder andere fährt bereits elektrisch hier. Und ich fahre selber auch elektrisch. Kostet etwa irgendwie 16 bis 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das heißt, mit dieser Energiemenge, die für 6 Liter Diesel, für 100 Kilometer kann ein E-Auto 800 bis 1000 Kilometer weit fahren. Und das ist die Kritik dabei. In Zeiten, wo wir eigentlich zu wenig erneuerbare Energie haben, und das ist eben im Augenblick der Fall, kann es Sinn machen, mit dieser wenigen erneuerbaren Energie sparsam umzugehen. Ja. Und nicht zum Fenster rauszuschmeißen, indem man sie in einen ineffizienten Herstellungsprozess steckt, um es dann hinterher in einem ineffizienten Konverter, nämlich einem Verbrennungsmotor, wieder zum Fenster rauszublasen. Also das ist die Kritik dabei. Weiterhin haben sie natürlich nach wie vor den Beigeschmack des Verbrennungsmotors. Sie haben dieses Gerüttel. Vorhin ist es so schön erklärt worden, man segelt ja so schön dahin, wenn man elektrisch fährt. Ja. Und wenn irgendjemand hat gesagt, wenn an der Ampel der R8-Fahrer von Audi von einer Hausfrau in einem Tesla versägt wird, das ist der Durchbruch der Elektromobilität. Das ist auch sowas, also diese direkte, brachiale Beschleunigung. Das Schnellste, was ich bisher gehört habe, ist das Tesla Model S Plaid. Der beschleunigt von 0 auf 100 in 1,9 Sekunden. Hält den Rundenrekord auf dem Nürburgring. Was auch ein bisschen die These widerlegt, dass man da nur mal kurz drauf treten kann, bevor die Batterie abraucht. Ja. Rundenrekord auf dem Nürburgring und zwar über einige Runden. Also wir haben nach wie vor die lokalen Emissionen, Ruß, NOx, Lärm. Beim Ruß ist es so, der ist nicht unbedingt mehr, eher weniger als beim normalen Diesel. Aber es scheint so zu sein, dass der Ruß anders zusammengesetzt ist, sodass er die Rußfilter in einer Weise füllt, dass sie sich nicht mehr so leicht frei brennen lassen. Ich weiß es nicht genau, wie das beim Diesel funktioniert. Da gibt's einen Rußfilter und der wird dann immer irgendwie so periodisch freigebrannt. Und das scheint mit dem Ruß hier schwieriger zu sein. Außerdem ist es sehr teuer. Im Augenblick würden Sie für eine Tankfüllung so 300 bis 400 Euro zahlen, ohne Steuer. Ja. Rechnen Sie die Steuer nochmal drauf. Keine Ahnung, 600, 800 Euro. Keine Ahnung. Das größte Problem ist, es gibt keine E-Fuels. Es gibt einige Pilotprojekte in Deutschland. Mit den gesamten in Deutschland hergestellten E-Fuels könnten Sie einen Airbus
300 mit 20 Minuten in der Luft halten. Ja. Aber sie können keinen Verkehr damit betreiben. Jetzt denkt man natürlich drüber nach, wie kann man sowas vielleicht in einer größeren Menge herstellen. Und das größte mir bekannte Projekt ist in Patagonien, Haruoni. Das ist ein Projekt, was initiiert wurde von Porsche und Siemens Energy. Porsche hat gesagt, wir glauben, dass auch über 2030 hinaus, dass es auch noch weiterhin Kunden geben wird, die Verbrenner fahren. Stichwort Porsche 911. Ja. Und wir möchten unserer Verantwortung dafür gerecht werden und möchten zumindest für diesen Kundenkreis sagen wir, eine Art Ablass leisten oder wie man es auch immer nennen will, indem wir einigermaßen klimaneutrale E-Fuels in den großen See schütten. Das ist das größte Projekt. Schauen wir es uns mal an. Die Ziele sehen so aus, dass wir bis 2026, wahrscheinlich eher bis 2030, etwa 550 Millionen Liter von diesem E-Fuel herstellen kann. Dann brauchen wir so ein paar Randbedingungen. Also wir brauchen einige hundert bis tausend Windräder. Wir brauchen, um ein Kilogramm Wasserstoff herzustellen, 9 Kilogramm Reinstwasser. Das ist unter Umständen ein Problem, wenn Sie in sehr trockenen Gebieten, in Wüsten und sowas unterwegs sind. CO2-Abscheidung habe ich schon erwähnt. Und muss da halt auch eine Menge Gestehungsaufwand machen. 550 Millionen Liter. Ist es viel oder ist es wenig? Hat man eine Ahnung? Okay. Der Kraftstoffverbrauch in der BRD im Augenblick sind 47 Milliarden Liter pro Jahr. Das heißt, dieses größte aller Projekte ist in der Lage, etwa 1 bis 1,3 Prozent des Kraftstoffbedarfs in der BRD zu decken. Wer hier behauptet, und das höre ich immer wieder, ja, wir müssten ja irgendwie unsere Bestandsflotte klimaneutral machen, ja, indem wir morgen E-Fuels auf den Markt bringen und die Politik muss da jetzt endlich mal aktiv werden. Es gibt keine E-Fuels und es wird sie auch erstmal nicht geben. Die Herstellung ist zu teuer, ist zu aufwendig. Sie werden wahrscheinlich gebraucht im Flugverkehr und so weiter. Aber mit dem hier, da kriegen Sie nicht mal einen Teil vom Flugverkehr. Ja. Natürlich wird es auch noch weitere Projekte geben, aber wenn Sie alleine die deutsche Bestandsflotte ohne Flugverkehr, ohne Schiffe, ohne LKWs mit E-Fuels hier abdecken wollten, bräuchten sie 100 solcher Projekte. Ich sehe die nicht. Ja. Und das soll, wie gesagt, bis 2030 der Fall sein. Also ich glaube, die Absicht, damit Klimaziele erreichen zu wollen, ist bis auf Weiteres illusorisch. Das können sie einfach vergessen, das wird nicht stattfinden. Es ist nicht möglich. Ja. Und die Dinger sind auch zu teuer. Okay, gucken wir uns die anderen Optionen an. Das sind ja die elektrischen Antriebe, batterieelektrisch, Brennstoffzellen. Ne? Und das haben Sie schon gesehen. Das ist also hier die Plattform von irgendeinem VW. Ja? Da oben geht das Sonnenlicht auf den Kollektor direkt da rein. Hier ist die Batterie, die wird gespeichert und treibt dann direkt die Elektromotoren an Räder an. Die zweite Option ist das Wasserstofffahrzeug. Da hat man dann keinen Batteriespeicher. Man hat auch einen Batteriespeicher, aber einen kleinen. Aber der Hauptteil der Energie wird chemisch gespeichert, eben in Form von Wasserstoff. Und das Problem ist ein bisschen, der Wasserstoff, der wächst nicht auf Bäumen, den müssen sie erst herstellen. Und deshalb brauchen Sie so eine gesamte Technologiekette. Ja. Sie müssen es also hier erstmal elektrolysieren, Sie müssen das dann transportieren, nochmal speichern, am Fahrzeug, ins Fahrzeug pressen und dann irgendwie nochmal umwandeln mit Luft in Wasserdampf und Elektrizität und dann können Sie damit elektrisch fahren. Die Schwierigkeit oder das Problem auch hier ist ein bisschen die Effizienz. Von 100% Sonnenlicht, was irgendwo mal gespeichert oder eingefangen wird,
kommen hier etwa 70%, 70-75% an den Rädern an. Und hier sind es 18-20%. Oft liest man 30%. Ich komme gleich dazu. Gucken wir uns das mal kurz an. Das ist jetzt so ein Diagrammchen, wo wir einfach mal uns das Ganze vorstellen wie so eine Pipeline, die so ein bisschen leckt. Da vorne stecke ich meine Energie rein, 100% von einem Windrad oder was auch immer. Und am Ende kommt dann irgendwas raus. Und dazwischen gibt es irgendwelche Löcher, das sind die Verluste. Ja. Wir haben im Transport haben wir Leitungsverluste, vielleicht 5%. Die größten Verluste haben wir beim Laden von der Batterie. Die Batterie hat einen gewissen Innenwiderstand, da entsteht Wärme. Das ist also Verlustenergie. Umwandlung haben wir praktisch nichts, aber wir haben einen elektrischen Antrieb, nochmal 5-10%. Und so kommen wir dann, wenn man diese Wahrscheinlichkeiten hier multipliziert, kommen wir etwa auf 70% insgesamt. Beim Wasserstoff ist es so, den Wasserstoff müssen Sie erstmal herstellen. Und wenn Sie einen Wasserstoff herstellen, und es soll grüner Wasserstoff sein, dann verwenden Sie eine Methode, die nennt sich Elektrolyse. Da halten Sie zwei Elektroden einfach in eine Säure oder eine Laugenlösung, schicken da Strom durch, dann blubbert es. An der einen Elektrode kommt Sauerstoff raus, an der anderen Elektrode Wasserstoff und dann fangen Sie auf. Das Problem ist, da gibt es an Elektroden ziemlich hohe Verluste und insbesondere, wenn Sie sowas an einem Windpark machen, der Schwankungen in der Leistung hat, das ist was ein Elektrolyseur nicht mag, dann haben Sie, ich sag mal, im günstigen Fall 40% Verlust. Wenn es ungünstig ist, auch mal 50%. Ja. Geht Ihnen da schon mal weg. Dann haben Sie einen Wasserstoff. Dann müssen Sie aber erstmal für den Transport vorbereiten. Und das ist, was manche Studien einfach mal so übersehen. Das heißt, Sie müssen ihn komprimieren oder Sie müssen ihn verflüssigen. Wenn Sie ihn komprimieren auf 230 Bar, das sind diese großen Transportdruckbehälter, die man dann auf solchen LKWs sieht, haben Sie etwa 12% Verlust. Wenn Sie den Wasserstoff verflüssigen, haben Sie nochmal 40% Verlust. Weil Sie müssen den Wasserstoff auf minus 253 Grad Celsius abkühlen. Das ist ein riesiger Energieaufwand, ist von der Theorie her etwa 35% des Heizwertes, in der Praxis dann nochmal 40%. So kommt also die Aufbereitung hier zustande, je nachdem Druckwasserstoff oder Flüssigwasserstoff. Dann haben Sie einen Transportverlust, das ist nicht besonders viel. Beim Tanken, das ist was Sie in den meisten Studien nicht finden. Beim Tanken passiert Folgendes. Also stellen Sie sich vor, Sie haben einen LKW mit einem Druckbündel Wasserstoff, der wird irgendwie an die Tankstelle gefahren, wird dann irgendwie in Zwischenspeicher an der Tankstelle geladen. Die ist übrigens ziemlich groß, weil dieser Speicher sehr groß sein muss. Und dann muss er vorbereitet werden für die Injektion beim Tanken. Und dazu wird der Wasserstoff auf 1050 Bar Druck gebracht. 1050, das ist kein Kindergeburtstag. Und auf minus 40 Grad abgekühlt. Muss man machen, weil Wasserstoff hat einen sogenannten negativen Joule-Thomson-Koeffizienten. Das heißt, wir kennen es immer so, wenn ich ein Gas unter Druck setze und expandiert es, dann kühlt es sich ab. Und Wasserstoff ist umgekehrt, er heizt sich auf. Das heißt, er würde den Tank zerstören. Deshalb muss man den auf 40 Grad abkühlen, damit er beim Injizieren den Tank nicht zerstört. Und deshalb ist hier so ein riesiger Verlust beim Tanken, 30-40%. Dann haben Sie nochmal die Brennstoffzelle, 45-50% Verlust. Der elektrische Antrieb ist ähnlich wie unten. Und so kommen Sie dann irgendwie am Ende nochmal so auf 15-18%, je nachdem, wie Sie den Wasserstoff behandeln auf dem Weg dorthin. Und das heißt im Klartext, Sie können das machen. Also es wird ja gemacht. Daimler ist ja vor 20 Jahren schon mit dem Neckar 2 um die Welt gefahren. Das geht. Ja. Aber es gibt ein paar Probleme, gehe ich gleich noch drauf ein. Und das ist das Brennstoffproblem. Ne? Das heißt, Sie müssen hier einfach mal, ich sage mal, 3-4 Mal so viele Windräder aufstellen, dann können Sie das machen. Aber das sollten Sie als Politiker dazu sagen, wenn Sie sagen, Wasserstoff. Ja. Sagen Sie, auch 3-mal so viele Windräder, dann sehen die Wähler das möglicherweise schon wieder ein bisschen anders. Sagt aber keiner.
Okay, jetzt stellen wir ja fest, Großteil der Deutschen sagt, Wasserstoffautos, das ist die Zukunft. Ja. Aber es fährt keiner. Ja. Das hier sind die Verkaufszahlen auf der gleichen Skala von Batteriefahrzeugen und Wasserstofffahrzeugen weltweit. Ja. Und ich war letztes Jahr, das war die erste Dienstreise nach Corona, war ich eingeladen, nicht sagen die Höhle des Löwen, aber so ähnlich, zu Axel Springer nach Berlin, um über Wasserstoff und andere Energieträger zu diskutieren. Und da habe ich dann immer gehört, wenn ich gesagt habe, Leute, wo seht ihr denn Wasserstoff? Ne? Da hieß es dann immer, ja, die deutschen Firmen, die raffen das nicht. Und in Asien, da geht die Post ab. Da wird viel verkauft und entwickelt und sowas. Das hat mich wirklich interessiert. Ich habe 12 Jahre auf Wasserstoff gearbeitet. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich habe mir dann die Zahlen besorgt. Und im ersten Quartal 2021 sind in China 273.000 Batteriefahrzeuge zugelassen worden und 37 Brennstoffzellenfahrzeuge. Also ein Boom sieht anders aus, tut mir leid. Was passiert da im Augenblick gerade? Gucken Sie sich diese Kurve an. Kommt Ihnen die bekannt vor? Corona. Das ist eine Exponentialkurve. Ja? Geht hoch, ähnlich Omikron oder so. Ja? Was da jetzt passiert, ist Folgendes. Wenn Sie eine neue Technologie einführen, und das können Sie verfolgen, egal was es war, ob das Verbrennungsauto war, ob das der Flachbildschirm war, ob es das Smartphone war, egal. Sie haben immer so eine S-Kurve in der Einführung. Am Anfang dauert es sehr lange, bis sich mal was tut. Das heißt, Sie haben immer eine gewisse Zeit, in der sich dann die Anzahl verdoppelt. Und dann verdoppelt es sich nochmal. Und irgendwann ist es so hoch, dass es wirklich merklich wird. Und bei einer Verdopplung macht es dann so Sprünge. Bis es dann mal in den Sättigungsbereich geht, wo dann 80-90% schon vom Markt bedient sind. Was da jetzt im Augenblick passiert, ist ein sogenannter Kipppunkt, der bereits erreicht ist. Ein Kipppunkt, ein ökonomischer Kipppunkt, kein ökologischer. Gestern haben wir die ökologischen vernommen, heute sei es mal ein ökonomischer, der ist dann erreicht, wenn 10-12% der neuen Technologie am Markt eingeführt werden. Im Augenblick sind es, glaube ich, 14 oder 15. Warum heißt es Kipppunkt? Das heißt Kipppunkt deshalb, weil ab diesem Punkt die Investoren aufhören, in die alte Technologie zu investieren. Das ist genau der Fall. Es investiert keiner mehr in Verbrenner. Die werden alle auf Eis gelegt. Das führt dann, genauso wie es hier zu einem exponentiellen Anstieg führt, bei der neuen Technologie wird es zu einem exponentiellen Abfall führen bei der alten Technologie. Das ist das sogenannte Markttrauma für die alten Technologien. Und das sind wir jetzt so langsam am Bemerken, sage ich mal. Jetzt bin ich ja auch alter Wasserstoffler. Und wenn Sie mich vor 2 Jahren gefragt hätten, wo gibt es denn dann den Wasserstoff? Da hätte ich gesagt, ja, LKWs. Ne? Wasserstoff hat einen hohen Energieinhalt. Vorhin haben wir gelernt, 33.000 Kilowattstunden pro Kilogramm, was völlig uninteressant ist, weil Wasserstoff transportieren Sie nicht per Kilogramm, sondern per Liter. Und da sieht es ganz schlecht aus. Aber egal. Trotzdem haben sie einen höheren Energieinhalt als in der Batterie. Das ist unbestritten. Ja. Hätte ich gesagt, LKWs ist das Ding der Wahl. Wenn ich jetzt einfach mal gucke, was passiert und schaue mir an, wie viele Firmen entwickeln denn was? Es gibt ja weltweit etwa 25 Firmen, die an Zero Emission Trucks arbeiten, also an Null-Emissions-LKWs. Dann gehen im Augenblick 20, machen Batterietrucks. Und 5 entwickeln auch Wasserstofftrucks. Seltsam, oder? Wenn es doch so klar ist. Ist es aber anscheinend nicht. Hier ein paar Zahlen. Das ist relativ aktuell. Da gibt es in Stuttgart eine Firma,
die macht so Consulting im Automobilbereich, P3 Automotive. Die haben also letztes Jahr ausgerechnet, dass der Wasserstoff für Schwerlastverkehr dann konkurrenzfähig sein kann, wenn die Kosten weniger als 4 bis 5 Euro pro Kilogramm betragen. Im Augenblick kostet der Wasserstoff 9,5 Euro pro Kilo Wasserstoff. Das ist aber grauer Wasserstoff, der ist billig herzustellen. Wenn Sie den grün machen, würde wahrscheinlich 14 bis 16 Euro pro Kilogramm Wasserstoff kosten. Es gibt auch schöne Zahlen, 2 Euro pro Kilogramm Wasserstoff, wobei aber keiner wirklich sagen kann, wie sie das erreichen wollen oder wo der herkommt. Ich habe gehört, es war allerdings letztes Jahr, Wasserstoff soll aus der Ukraine kommen, der Grüne. Ja. Ob da noch was draus wird. Also, wir haben 14 bis 16 Euro pro Kilogramm Wasserstoff, grüner Wasserstoff, das ist Druckwasserstoff. Wenn Sie sich jetzt die Wasserstoffprojekte von Daimler oder sowas angucken, die machen Flüssigwasserstoff. Das heißt, Sie müssen dann nochmal 40% Energieverlust draufrechnen. Das heißt, das hier kommt dann in die Gegend von 20 bis 25 Euro. Und da jetzt nochmal einen Faktor 4 bis 5 billiger zu wählen, damit es konkurrenzfähig wird, halte ich persönlich für schwierig. Ja. Müssen wir schauen, ob das passiert. Eine Kostenanalyse mit Vorausschau gibt so 3 Regimes, die ausgerechnet haben. Im Augenblick sieht man also für den Diesel Kosten von 54 Cent pro Kilometer voraus, für einen Wasserstoff-Lkw 50 bis 70 Cent pro Kilometer und für einen batterieelektrischen 44 Cent pro Kilometer. Das heißt, da wären die Kilometerkosten 20 bis 60% höher als im vollelektrischen Fall. Und wer von Ihnen jetzt in diesem Bereich in irgendeiner Weise aktiv ist, der weiß, die Kilometerkosten sind am Ende entscheidend. Das letztendlich entscheidende Kriterium, für was für eine Antriebsart Sie sich entscheiden im Transportbereich. Das haben auch die Großen gemerkt. Ich kenne einen Mitarbeiter, der hier in diesem GenH2-Projekt arbeitet, der sagt, naja, diese Wasserstoffsache, das war eine Managemententscheidung. Ja. Dann hat man es den Ingenieuren die Hand gegeben, die haben dann gerechnet, haben gesagt, es ist nicht so einfach. Sodass also jetzt mittlerweile 75% der ursprünglich für Brennstoffzellen Wasserstoff avisierten Anwendungen werden es mittlerweile als vollelektrisch projektiert. Ja. Arbeiten da weiter, aber, und das zeigt der direkte Vergleich zwischen einem Wasserstofffahrzeug von Daimler und jetzt dem Semi von Tesla, der jetzt dieses Jahr in Europa auf den Markt kommen soll, zeigt, dass es nicht einfach wird. Also wir haben hier die verschiedenen Antriebsarten, hier haben wir den Flüssigwasserstoff, hier haben wir die Batterie. Daimler gibt an etwa 1000 Kilometer Reichweite, und Tesla können Sie mit unterschiedlichen Reichweiten kaufen. Die Antriebsleistung ist unterschiedlich. Tesla lässt die Muskeln spielen. Der Musk sagt, mit dem Tesla Semi kommen sie in 4,6 Sekunden von 0 auf 100. Aber ich arbeite ja in Ulm und da gibt es die Firma Iveco und die wollten ja jetzt auch auf Wasserstoff gehen. Das haben sie gesehen, das ist nicht ganz so einfach. Die haben jetzt mal vorsichtshalber schon mal einen elektrischen gebaut und da habe ich neulich einen gehört. Oh, das Ding geht ab wie Hölle. Naja gut, die Zuladung ist ähnlich. Es wird ja oft gesagt, oh, die Batterien sind also unglaublich schwer und so weiter. Aber man darf nicht vergessen, auch der Antrieb von einem klassischen LKW ist schwer, er ist groß, sie haben ein riesiges Getriebe, sie haben einen riesigen Motor und sowas, entfällt alles. Und da haben sie am Ende also eine ähnliche Zuladung hier bei beiden. Die Laufleistung wird angegeben oder man möchte eine Brennstoffzelle entwickeln, ob die so schon so weit ist, weiß ich nicht, die 1,2 Millionen Kilometer Laufleistung bringt. Bei den Teslas, das ist übrigens die gute Nachricht, also mittlerweile, wenn Sie ein Auto kaufen, hält die Batterie etwa 2000 Vollzyklen. Das können Sie erwarten. Das hat jetzt nichts mit der Garantie zu tun. 2000 Vollzyklen, wenn Sie
500 Kilometer Reichweite haben, ist es 1 Million Kilometer. Ups, oh je. Tesla redet von der 1-Million-Mile-Battery, die haben sie realisiert. Das wären dann 1,6 Millionen Kilometer. Wichtig ist die Gestehungskosten. Daimler rechnet mit 320.000 Euro Invest. Tesla bietet ihn an, wahrscheinlich so um die 170.000. Das ist ein Pfund. Und dann ist halt nochmal die Betriebskosten. Die sind hier nochmal deutlich teurer als Diesel. Hier ist es günstiger als Diesel. Ja, jetzt können wir mal gespannt sein, wie sich das entwickelt. Okay. Wir stellen also fest, es gibt im Wasserstoffantrieb so ein paar Hindernisse, die der Sache im Weg stehen. Ich habe noch ein paar zusammengetragen, die müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Infrastruktur ist nicht ganz einfach. Wenn Sie eine mittlere Tankstelle, die jetzt 300 Tankvorgänge pro Tag hat, wenn Sie die mit Wasserstoff versorgen wollen, müssen Sie der Tatsache ins Auge sehen, dass so ein großer Liefertruck, Sie kennen diese Tanklieferfahrzeuge für Benzin und Diesel, die bringen 1000 Tankfüllungen etwa mit. Ja. So ein großer Liefertruck für Wasserstoff bringt 65 Tankfüllungen mit. Ja. Das heißt, Sie brauchen für jede Tankstelle eine eigene Lieferflotte von 5 Trucks am Tag. Ist auch nicht einfach. Ja. Dann können Sie zwar den Wasserstoff schnell tanken, 5 Minuten, sage ich mal, ja, 3 bis 5 Minuten. Aber dann müssen Sie diesen Puffer, der die 1050 Bar hält und die minus 40 Grad, den müssen Sie erneuern. Das dauert etwa eine Dreiviertelstunde. Das heißt, wenn Sie in diesen 3 Fahrzeugen stehen, die jetzt gerade in diesen Puffer reinkommen, haben Sie Glück. Wenn Sie der vierte sind, haben Sie ein bisschen Pech, dann müssen Sie erst eine Dreiviertelstunde warten. Okay. Und dann sind die Dinger natürlich auch noch sehr teuer. Die Kosten sind halt teuer. Der Hyundai Nexo kostet 80.000 Euro im Laden. Hyundai selber in der Produktion kostet ja 110.000. Ich komme gleich noch dazu. Hyundai ist jetzt ausgestiegen. Wir hatten 2019 hatten wir 4 große Hersteller, die Wasserstofffahrzeuge angeboten haben. Mercedes, Hyundai, Toyota und Honda. Als erstes ist Mercedes ausgestiegen, 2020. Die haben alle Pkw-Aktivitäten gecancelt, weil sie gesagt haben, macht keinen Sinn. Dann ist Honda hergegangen, hat gesagt, wir legen ein Clarity auf Eis. Wir entwickeln jetzt weiter mit BMW und machen irgendwie so eine Technologieverfolgung. Ja. Dann ist jetzt Ende letzten Jahres Hyundai ausgestiegen. Die haben gesagt, wir erreichen unsere technischen Ziele nicht. Wasserstoff wird auch nicht billiger nach unserer Sicht. Wir legen das Ding auf Eis. Jetzt gibt es im Augenblick nur noch Toyota, Wasserstoffauto. Ja. Und der Toyota Mirai, den es da gibt, der darf sich jetzt tummeln in der nächsten Toyota Beyond Zero Strategie zusammen mit 15 batterieelektrischen Mitbewerbern. Also muss man schauen. Das andere ist, Wasserstoff bei hohen Drücken ist recht reaktiv, auch ohne Flamme. Der reagiert mit Bestandteilen des Materials und kann dadurch Leckagen verursachen und so weiter. Sie müssen, das steht im Handbuch, alle 10.000 Kilometer in die Werkstatt und müssen einen durchgängigen Sicherheitscheck machen, weil Wasserstoff ist kein Spaß. Ich habe es vorhin gehört, Herr Berger hat gesagt, er war noch nie wirklich beim Service mit seinem Elektroauto und Batteriefahrzeug. Ich fahre 6 Jahre elektrisch, ich war noch nie in der Werkstatt, außer zum Reifenwechsel oder sowas. Okay, ja, dann Sicherheit, mag ich jetzt gar nicht groß dazu was sagen. 700 Bar Wasserstofftank ist per se eigentlich relativ sicher und gut handelbar, muss man wirklich sagen. Aber das ist die Statistik kleiner Zahlen. Es gibt Dinge, die kann man sich vorstellen, die passieren im Augenblick nicht, weil wir nicht viele Fahrzeuge auf der Straße haben. Aber man kann sich schon vorstellen, es gibt in Deutschland gibt es 4-mal im Jahr den Fall, dass ein Pkw auf den Schienen stehen bleibt und ein ICE rollt drüber. Das können Sie beim Benziner können Sie es machen. Wenn dann 700 Bar Wasserstofftank drin ist, dann reißt es den ab.
Ja, dann geht der Wasserstoff schlagartig raus. Das hat eine riesige mechanische Energie. Das wird sich entzündet. Der Wasserstoff wird in eine komplexe geometrische Umgebung entlassen, in der er sich mit Luft mischt. Da kommt es zu einer Flammenbeschleunigung, zu Deutsch eine Detonation. Jeder kennt den Knallgasversuch von der Schule. Und dann kannst du auch schon mal eine Lokomotive aus den Schienen lupfen. Also es gibt eine Menge Szenarien, die man sich da vorstellen kann. Feuer in der Garage in den USA, 5000 Mal Feuer gibt es im Jahr, sagt die Statistik. Wenn ein Wasserstoffauto drin stehen, haben sie das Haus weg. Ja. Okay. Über den Fußabdruck haben wir schon gesprochen. Der CO2-Fußabdruck liegt in der Nähe von einem Diesel im Augenblick. Jetzt verstehen Sie auch, warum die deutschen und die europäischen Hersteller nicht völlig verblödet sind und stellen sich keine Wasserstoffflotte hin. Mit einer Wasserstoffflotte würden sie sich ihre CO2-Flottengrenzwerte völlig zerschießen. Können sie auch Diesel weiterfahren, verdienen sie wenigstens noch Geld. Ja. Das ist einer der Gründe. Okay. Gut, kommen wir zu Batteriefahrzeugen. Okay, muss mich ein bisschen beeilen. Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie. Man kann sich ja schon fragen, warum ist es denn eigentlich die Lithium-Ionen-Batterie geworden? Ja, können ja noch Nickel-Metall-Hydrid-Batterien, die Älteren unter uns kennen noch Nickel-Cadmium und so weiter. Das ist der Preis der Lithium-Ionen-Batterie seit der Einführung im Jahr 1991. Und das ist die gespeicherte Energiemenge pro Volumen oder pro Masse. Seit der Markteinführung hat sich die Energiedichte im Faktor 4 erhöht. Die Kosten sind im Faktor 18 gesunken. Seit 2010 haben sich die Kosten um 90% reduziert. Ja, und die Kapazität hat sich verdoppelt. Hat sich also einiges getan. Das geht eben weiter. Hier ist eine Kostenkurve. Also Sie können ja bei jeder Technologie, die neu eingeführt wird, kann man ja so eine Kostenkurve ausrechnen, wie sich das voraussichtlich weiterentwickelt. Das hat ein amerikanischer Ökonom vor ein paar Jahren mal gemacht, Tony Seber. Der hat 2014 gesagt, naja, also wir haben jetzt für ein Batterieauto mit 350, 400 Kilometer Reichweite, das war damals das Topmodel Model S, ein Tesla kostet $80.000. Ja. Lege ich die Kostenkurve an, die ich berechnet habe, dann bin ich im Jahr 2020 irgendwo bei $25.000. Dann haben sie dann alle ausgelacht und haben gesagt, das ist verrückt. Aber tatsächlich ist das die beste Kurve, die je vorausgesagt worden ist. Wir haben hier die Markteinführung vom Model 3. Das hat etwa die Reichweite, der hat noch $35.000 gekostet. Das ist der mittlere Preis für ein verbrennungsmotorgetriebenes Fahrzeug. Für 2022 war zumindest angekündigt von Tesla ein weiteres Modell mit $25.000. Wenn man da ein bisschen hin und her rechnet, minus Förderung, kommen wir dann auf €15.000 umgerechnet. Und wenn sich das weiter fortsetzt, im Augenblick wird es eher gebremst, weil die Rohstoffpreise anziehen, kommen wir hier auch in den Zielbereich rein, indem wir dann wirklich große stationäre Speicher projektieren und bezahlen können. Okay. Wo geht denn die Reise hin? Und darauf möchte ich jetzt im letzten Teil noch ein bisschen eingehen. Die Ziele der Batterieforschung sind vorhin schon genannt worden, war eigentlich immer gewesen, die Batterien besser zu machen. Besser heißt irgendwie mehr Energie rein, schneller beladbar, sicherer, langlebiger und so weiter. Also bessere Materialien und verbesserte Batteriedesigns. Was seit ein paar Jahren mit Macht bei uns in der Forschung bereits am Laufen ist, ich sage mal seit 10 Jahren etwa, ist ein weiterer Aspekt und das sind nachhaltige Batterien. Das ist in der Presse, wird das erst in den letzten paar Jahren wirklich thematisiert. In der Forschung ist es schon eine Weile angekommen. Das heißt, wir stellen uns die Frage, wie können wir Batterien auf der Basis häufig vorkommender, ungiftiger Rohstoffe bauen, die auch noch gut recycelbar sind. Und das geht dann in Richtung völlig neuer Batterietypen. Gehen wir auf zwei Punkte ein, vorhin auch schon mal kurz erwähnt, Kobalt. Die Lithium-Ionen-Batterie ist 1991 auf den Markt gekommen. Damals
war, da gab es auch einen Nobelpreis dafür, der Pluspol der Batterie zu 100% aus Kobaltoxid. Also müssen Sie sich vorstellen, in der Batterie haben Sie die zwei Pole, das sind so Materialien, und die sehen so ein bisschen aus wie so eine Blätterteigstruktur oder ein Regal. Ne? Und dazwischen wandelt dann das Ion hin und her. Wenn Sie jetzt einen Minuspol haben und die Ionen wandern alle da rein, dann nennt man das Ganze geladen. Wenn die wieder rauspurzeln über den Elektrolyten, diese Flüssigkeit dazwischen, und krabbeln in die andere Struktur rein, im Pluspol, dann ist die Batterie entladen. Im Minuspol haben wir als Schichtstruktur Graphit. Das ist dieses schwarze Zeug aus den Bleistiften, das kennen Sie. Und im Pluspol haben Sie Metalloxide, klassischerweise Kobaltoxid. Jetzt hat man aber gemerkt, dass Kobaltoxid keine besonders gute Idee ist, wenn man es in großen Batterien verbaut. Insbesondere, weil es durchgehen kann bei hohen Temperaturen. Das ist das, was Herr Berger vorhin gemeint hat. Die reinen, also sagen wir, die alten Kobaltoxid-basierten Batterien können ab 300, 400 Grad selber Sauerstoff entwickeln und können dadurch sich selber erhalten. Das war einer der Gründe, weshalb man gesagt hat, Kobalt muss raus. Und bereits in 2000er Jahren hat man es auf ein Drittel reduziert gehabt, dann auf 20%, dann auf 10%. Mittlerweile fahren die ersten Flotten rum ohne Kobalt. In 3 bis 4 Jahren hat die Kurbelwelle von einem Verbrenner mehr Kobalt als eine Autobatterie. Am meisten Kobalt geht tatsächlich in Handy- und Notebook-Akkus. Da ist Kobalt noch in hohen Anteilen drin, weil Kobalt die Batterie sehr kompakt macht. Sie können so einer Batterie können Sie zumuten, ein paar Gramm schwerer zu werden, aber Sie möchten kein Handy haben, was doppelt so groß ist, nur wegen der Batterie. Also wollen Sie es kompakt machen. Dafür brauchen Sie im Augenblick Kobalt. Und deshalb geht auch 35% des Kobalts in Lithium-Ionen-Batterien für andere Geräte, also sprich Smartphones, Notebooks. Nur 8 bis 9% gehen überhaupt in Autobatterien noch. Ja, auch das wird sinken. Großer Teil geht in Schnellarbeitsstahl, Superlegierungen, Magnete und so weiter, Bohrer und Sägen. Wenn Sie sich um Kinderarbeit im Kongo Sorgen machen, sollten Sie keine Bohrer und keine Sägen verwenden, weil da ist Kobalt drin. Ja. Und dann andere chemische Anwendungen, Katalysatoren, also der Entschwefelungskatalysator für den Diesel ist auf der Basis von Kobalt zum Beispiel. Auch da. Gut, also das ist eine Sache, die geht im Augenblick gegen Null. Die ersten Flotten fahren mit kobaltfreien rum. Ich zeige nachher noch ein Beispiel. Das andere ist Lithium. Wurde vorhin auch schon richtig gesagt, Lithium wird zum Beispiel produziert am Atacama-See in Chile. Da wird dann so Salzwasser aus der Tiefe hochgepumpt, wird in so große rausgekratzte Becken geleitet. Die Sonne verdunstet das Wasser und dann fallen die Salze aus, die da drin sind. Zuerst Kochsalz, das ist interessanterweise auch das Streusalz, was wir hier haben, zumindest zum Teil. Kommt auch von dort. Und dann fallen noch andere Salze aus, Kaliumsalze, und dann kommt das Lithium am Ende. Das wird dann so zusammengekratzt auf solche Haufen, ja, und dann wird es gewaschen, von anderen Salzen befreit, und dafür braucht man Süßwasser. Ja, das ist das, was kritisiert wird, dass dafür Süßwasser gebraucht wird. Wie viel ist das? Zur Produktion von einer 60 Kilowattstunden Autobatterie mit 400 Kilometer Reichweite werden etwa 6 Kilogramm Lithium gebraucht. Ja. Die Produktion davon verbraucht etwa 4.000 bis 5.000 Liter Wasser, was dann aus diesem Salz wieder verdunstet. Also es wird nicht verseucht oder sowas, es wird verdunstet oder es wird wieder zurück in den See geleitet. 4.000 bis 5.000 Liter Wasser pro Auto. Ist es viel? Das glauben Sie. Klingt nach viel. Ne? Ich empfehle, googeln Sie mal nach grauem Wasser. Das ist das, was in der Produktion unserer täglichen Güter drinsteckt. Also den gleichen Wasserverbrauch haben Sie bei einer Produktion von 250 Gramm Rindersteak oder einer halben Jeans. Baumwolle ist sehr wasserintensiv.
oder 30 Tassen Kaffee, auf Kaffee wird bewässert, oder 10 Avocados. Also wir sehen, da wird Wasser verbraucht. Das ist natürlich jetzt, das ist sehr polemisch, ja, weil ich meine, es ist ein Unterschied, ob Sie ein Rindersteak auf einer saftigen Weide produzieren, wo es eh ständig regnet, hier im Allgäu oder sowas, oder Sie haben so eine trockene Gegend. Ja. Also das muss man dann schon sehen. Aber im absoluten Vergleich ist es wirklich nicht so viel. Ja. Vor allem, wenn man sich die konkreten Zahlen mal anschaut. Ich hatte vor 2 Jahren die Gelegenheit, mit einem Wissenschaftler aus der Gegend zu sprechen und habe den bei einem Abendessen auf einer Konferenz gefragt, wie sieht es denn jetzt aus bei euch? Wie ist denn das mit dem Lithium? Wie ist denn der Beitrag des Lithiums? Und dann sagt er, naja, also Sie denken schon, dass das Lithium einen Beitrag macht, aber das ist nicht unser Problem. Was ist denn euer Problem? Ja, unser Problem heißt Chuquicamata, ist eine der weltgrößten Kupferminen, ist im Nachbartal. Die brauchen 8-mal so viel Wasser wie die gesamte Lithiumproduktion aus der Region. Ja. Und das sehen Sie hier. Ich habe mir dann die Zahlen besorgt vom chilenischen Minenministerium. Und die sehen halt folgendermaßen aus. Die gesamten blauen Balken, das sind die Wasserrechte. Das Minenministerium vergibt, also die streng überwacht die Wasserrechte, und das Blaue ist der tatsächliche Verbrauch. Das Braune hier, das sind die Salzwasserverbräuche, die muss man eigentlich nicht rechnen, weil das Salzwasser ist hier unkritisch. Kritisch ist tatsächlich das Süßwasser. Und wenn Sie das mal zusammenzählen, das hier sind die beiden Kupferproduzenten, das sind die beiden Lithiumproduzenten, da haben Sie also das an Wasserverbrauch. Und wenn Sie den tatsächlichen Wasserverbrauch mal hernehmen, vergleichen den mit dem Wasserverbrauch der Hotels, die dort am See angesiedelt sind, dann sehen Sie, die gesamte Lithiumproduktion verbraucht etwa so viel Wasser wie die Hotels dort. Ja. Tatsächlich ist es so, dass die Grundwasserspiegel sinken dort. Das ist Fakt. Aber die sinken schon seit den 1960er Jahren. Seit es eben diese Kupferproduktion gibt. Und wenn Sie mal ins Netz gehen, können Sie googeln. Kupfer, Saldivar zum Beispiel, Chile. Dann stellen Sie fest, dass es in den 1990er Jahren schon wütende Proteste der Bevölkerung gab, weil die gesagt haben, die Kupferproduktion trocknet uns die gesamte Gegend aus. Hat man mittlerweile vergessen und schiebt das jetzt alles dem Lithium zu. Obwohl Lithium eigentlich nur für ein Achtel, es ist immerhin ein Achtel, aber es ist auch nur ein Achtel, des gesamten Wasserverbrauchs verantwortlich ist. Mittlerweile ist reagiert worden, muss man dazu sagen. Die chilenische Regierung hat die beiden hier verdonnert, für Abhilfe zu sorgen, die Kupferproduzenten. Und die haben jetzt vor 1,5 Jahren die größte Meerwasserentsalzungsanlage Südamerikas in Betrieb genommen. Die pumpen im Augenblick 300 Kubikmeter voll entsalztes Wasser pro Minute an den See hoch und entlasten dadurch die Aquifere. Muss man jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber das scheint etwa die Menge zu sein, die halt auch verbraucht wird. Okay, ganz zum Schluss noch eine erfreuliche Sache. Es hat sich im Jahr 2020, ich muss sagen, so eine Art Durchbruch ergeben. Ja, und das ist durch ein günstiges Zusammenspiel von Chemie und Engineering gelungen. Muss ich wirklich Gas geben. Was ist da passiert? Schauen wir uns mal 2 Dinge an. Das ist der Blick in eine Autobatterie, wie Sie sie im Augenblick vorfinden. Da sehen Sie lauter solche kleine Platten, so ein bisschen größer als eine Schokoladentafel. Das ist die sogenannte Batteriezelle. Das ist die kleinste Speichereinheit. Die sind dann alle in so einen Kasten gestellt. Das nennt man dann Modul. Und dann werden da 16 dieser Module oder wie auch immer werden nebeneinander gestellt. Alles wird verdrahtet und verpackt. Und dann wird das Ding zugemacht. Und das ist ja sogenannte Battery Pack. Ja. Dadurch, dass sie das so kleinteilig verpacken und alles, ist am Ende das eigentliche Speichermaterial recht verdünnt. Das sind nur noch 25% etwa, die da drin sind. Das hat man jetzt geändert. Durch die höhere Produktionssicherheit ist es gelungen, auch große Zellen zu machen. Also das, was hier früher das war, ist jetzt das hier. Ja.
Und das nennt man dann Cell-to-Pack-Technologie. Und dadurch ist in dem Gesamtsystem deutlich mehr Speichermaterial enthalten, etwa, sagen wir mal, 20, vielleicht auch 30% mehr. Ja, und das ist unglaublich. Auch die Zahl der Teile für die Fertigung von so einem Pack hat sich um 40% verringert bei diesen neuen Designs. Das hat Konsequenzen. Ja. Man hat deshalb Konsequenzen, weil man jetzt auch, jetzt muss ich mal gucken, ich habe, glaube ich, irgendwie Folien vertauscht. Es hat deshalb Konsequenzen, weil man damit jetzt auch mit diesem Raumgewinn auch Materialien verwenden kann, die man bisher nicht im Auto haben wollte, weil sie zwar tolle Materialien sind, aber zu wenig Speicherkapazität mitgebracht haben. Die waren zu leicht, zu fluffig, die haben zu viel Platz weggenommen. Und eins davon ist das Eisenphosphat. Eisenphosphat gibt es häufig, sage ich mal, das ist ungiftig, das können Sie sich in Kaffee rühren, passiert nichts. Und die Firma BYD hat, also die chinesische Firma, hat ihr Flaggschiff, sogenannte Model Han, benannt nach einer alten chinesischen Kaiserdynastie, ausgestattet mit einem völlig neuen Batterietyp, der Blade Battery. Da sehen Sie diese Zellen, die sind hier so lang, das sind wie so Klingen, die so reingestellt werden. Und damit sind sie sozusagen Kobalt- und Nickelfrei unterwegs. Sie haben 600 Kilometer Reichweite, das Ding kostet 30.000 Euro. Ja. Sie können, was auch neu ist, Sie können in die Batterie einen Nagel reinschlagen, da passiert nichts mehr. Das entzündet sich nicht mehr. Sie können die auch verbiegen, das ist praktisch sicher. Und, vorhin hat man von 2000 Zyklen gesprochen, Eisenphosphat macht 5000 Zyklen. Ja, das heißt, das Ding hat eine Lebensdauer von 2,5 Millionen Kilometer. Brauchen sie eigentlich gar nicht. Ja. Also das gibt es echte Fortschritte. Und das ist was, was jetzt natürlich einschlägt wie eine Bombe. Wir haben eine Materialdämmerung im Batteriebereich. Die ganzen klassischen kobalthaltigen Materialien werden praktisch ersetzt. Tesla hat vor ein paar Wochen angekündigt, 75% ihrer zukünftigen Fahrzeuge mit Eisenphosphat fahren zu lassen. Ja. Und die Speicherkapazität steigt, Volkswagen wird einsteigen, ein paar andere auch. Das ist also ein Megatrend, der bereits läuft. Und der letzte Schritt, der sich jetzt auch noch abzeichnet, ist, dass man Batterien auch noch so baut, dass sie ein Teil der tragenden Konstruktion sein können im Fahrzeug. Und dadurch gewinnen sie nochmal zusätzlich 30-40% Kapazität, die Sie im Fahrzeug unterbringen. Das heißt, Sie haben in Zukunft Reichweiten, die man sich bisher gar nicht vorstellen konnte. Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, letzte Woche hat Tesla ein neues Modell vorgestellt mit 1200 Kilometer Reichweite. Brauchen Sie eigentlich gar nicht. Was gibt es Neues? Als letztes vielleicht noch eine Perspektive. Wir haben jetzt über Kobalt gesprochen, Nickel und so weiter. Das sind Bestandteile im Pluspol der Batterie. Im Minuspol der Batterie sitzt das Lithium im geladenen Zustand. Das möchten wir vielleicht auch ersetzen. Und der heißeste Kandidat dafür ist das Natrium. Natrium-Ionen-Batterie gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit. Diese Balken hier, das ist einfach die Zahl der Veröffentlichungen zu dem Gebiet. Und was unglaublich eingeschlagen hat, ist, dass letztes Jahr der weltgrößte Batteriehersteller CATL verkündet hat, in die Produktion, Massenproduktion von Natrium-Ionen-Batterien einzusteigen. Natrium-Ionen-Batterien haben ein bisschen schwächere Speicherkapazität als die Lithium-Ionen-Batterie, aber sie haben auch ein paar Vorteile. Sie sind nochmal deutlich billiger. Also das ist im Augenblick das Material, was wir haben, nochmal deutlich billiger. Und vor allem bei tiefen Temperaturen sind sie schnell ladefähig. Und sie kriegen, während sie im Augenblick vielleicht noch 70% haben, bei minus 20 Grad pro Material haben sie hier nur 90% Restkapazität. Das heißt, wenn es uns, und das geht auch mich an, weil ich daran forsche, wenn es uns gelingt, die Natrium-Ionen-Batterie in die Nähe der Lithium-Ionen-Batterie zu bringen, von der Performance her, von der Energiedichte, wird es einen Systemwechsel geben. Okay,
Letzte Folie, Schlussfolgerung. Also ich glaube, es ist klar geworden, dass wir generell eine Abkehr haben von kritischen Rohstoffen in der Batterie. Da geht die gesamte Entwicklung hin. Auch die Fertigungskosten sollen stetig verringert werden. Geringerer Energieaufwand in der Vorkette, in der Hauptkette und so weiter. In der Chemie sind noch ein paar Sachen möglich. Ich habe jetzt nicht über die Einzelheiten gesprochen. Wir haben im Pluspol, im Minuspol haben wir Kapazitätssteigerungen, die jetzt nicht nur fancy im Labor irgendwie in Vorbereitung sind, sondern die sind bereits in der Vorserie. Warta zum Beispiel. Dann haben wir diesen unglaublichen Raumgewinn durch das Cell-to-Pack-Design, durch das Cell-to-Chassis-Design. Und wenn ich diese ganzen Möglichkeiten einfach mal aufeinander stelle und wende die an auf eine Batterie, die jetzt im Augenblick 400 Kilometer Reichweite bringt und gucke mir diese ganzen Verbesserungen an, dann komme ich auf 1000 Kilometer Reichweite in vielleicht 2 bis 4 Jahren. Wie gesagt, die Sachen sind eigentlich schon in der Vorkette, das ist eigentlich schon am Laufen. Damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich habe auch fast überzogen. Wenn Sie Fragen haben, gerne. Ansonsten lade ich Sie einmal, eine unserer Webseiten zu besuchen. Das ist das wunderbare Gebäude, in dem ich arbeiten darf, in Ulm. Das hier ist ein sogenannter Exzellenzcluster, der sich mit der Erforschung von Batterien jenseits von Lithium befasst, also lithiumfreie Batterien. Und das andere ist ein Forschungsverbund von Ulm und Karlsruhe. Vielen herzlichen Dank. Herr Fichtner, vielen Dank. Sie haben meine Erwartungen übertroffen. Ich würde, eine Frage interessiert mich ganz spannend, das ist so ein bisschen angedeutet worden, in dem Punkt, wo die spezifischen Kosten runtergingen, war mal so ein gelber Balken. Meine Frage geht in die Richtung Langzeitspeicher. Also ob elektrisch oder chemisch, ich denke da an unsere Erdgasnetz, an den Wasserstoff versus oder beides Elektrospeicher. Wie ist Ihre Einschätzung bei der Thematik? Ja? Also ich glaube, dass wir beides brauchen. Ja, ich meine, die elektrochemischen Speicher, die sind bei der Primär- und Sekundärregelung, können die interessant sein. Das heißt, die können die sogenannten Gaspeaker ersetzen. Das sind also Gaskraftwerke, die eigentlich eher zur Netzstabilisierung hochgefahren werden. Die können sie ersetzen, das wird auch gemacht. Die größte Batterie derzeit wird aufgebaut bei Monterey. Das ist eine Batterie mit 6 Gigawattstunden. Da können sie 1 Million Haushalte irgendwie einen Tag lang mit Strom versorgen. Damit ersetzen die 2 Gaskraftwerke. Aber sie können nicht alles machen damit. Und wenn man jetzt immer noch, ich sag mal, die Konzepte der 1970er Jahre verfolgt und sagt, wir müssen unbedingt Langzeitspeicher haben, davon bin ich nicht so ganz überzeugt, aber dann geht es eigentlich, glaube ich, ohne Wasserstoff in Gaskavernen oder sowas nicht. Das kann man machen, die Petrochemie macht es bereits seit Jahrzehnten, so Salzkavernen mit Wasserstoff füllen und sowas, das ist eine geübte Technik. Wir haben allerdings zu wenig Elektrolyseure und wir haben schon gar keine großen Brennstoffzellen. Das ist noch das Manko. Dankeschön. Eine Frage, die ihr vielleicht noch eine anschließen. Ich bin danach auch noch da. Also es ist eher so die Sorge, ich sage mal, der Europäer versus der Chinesen. Ja. Wie sieht es da technologisch aus? Haben wir wieder ein bisschen Oberwasser bekommen? Oder wie ist da Ihre Einschätzung, was sozusagen da die Wettbewerbsfähigkeit und die technologischen Fortschritte angeht? Also die größten Batteriehersteller sind immer noch die Chinesen, und zwar die ersten 2. Und dann kommen Koreaner. Allerdings hat Europa in den letzten 4 Jahren mehr investiert als China. Und im Augenblick sind alleine in Deutschland, das merken wir noch nicht, aber die sind in der Planung und im Bau, sind allein 9 solcher sogenannten Gigafactories im Aufbau.
9 Gigafactories. Wenn Sie mir das gesagt hätten vor 10 Jahren, hätte ich gesagt, ich betrink mich jetzt. Weil an sowas hat kein Mensch gedacht. Ja. Die Automobilindustrie hat immer gesagt, um Gottes Willen, Batterien sind nicht unser Hauptgeschäft. Es kann ja nicht irgendwie unsere Aufgabe sein, uns mit Batterien zu befassen. Jetzt hat sich das Ganze gedreht, und zwar mit Macht. 9 Gigafactories, das heißt, es gibt kein anderes Land im Augenblick in Europa, in dem so viele Batteriefabriken in Planung oder im Aufbau sind wie in Deutschland. Ja. Das ist, hat sich vom Sorgenkind zum Musterknaben entwickelt. Ja. Also wir werden die Chinesen auf absehbare Zeit nicht erreichen, aber wir werden einen erklecklichen Anteil, und zwar wahrscheinlich mehrere 100 Gigawattstunden pro Jahr in Europa produzieren. Und das ist ein großer Teil. Und vor allem mit grünem Strom, das darf man nicht vergessen. Ja. Das heißt, dieser Fußabdruck, den wir vorhin besprochen haben, Sie haben gesagt, da gibt es so Meldungen, ja, 180.000 Kilometer muss man fahren, bis der Fußabdruck von der Batterie reingeholt ist. Weiß jemand, wie groß der aktuelle Fußabdruck von der Batterie von dem Model S von Tesla ist? Wie lange muss ich fahren, bis der reingeholt ist? 8.500 Kilometer. Hat sich was getan, oder? Okay. Gibt es noch eine Frage? Alle wunschlos unglücklich. Okay, ja. Jetzt haben wir es ja von den mobilen Speichern gehabt. Wie sehen Sie denn das bei stationären Speichern, also für den Hausspeicherbereich? Von Dr. Berger haben wir vorher gehört, dass im Mobilsektor die Preise so circa bei 100 Euro je Kilowattstunde liegen. Wenn ich zu Sonnen gehe, liege ich circa bei 1000 Euro je Kilowattstunde. Wo sehen Sie da die nächsten 5 Jahre den? Der Chef von Sonnen ist ein früherer Kollege von mir. Also die machen natürlich auch ein bisschen Reibach auf der Welle. Tatsächlich gibt es im Augenblick einen Zuwachs von etwa 40% pro Jahr im Stationärbereich, weil einfach der Häuslebauer merkt, er kann damit bares Geld sparen. Ja, das amortisiert sich. Und die Devise heißt auch hier, runter oder weg von den teuren Rohstoffen. Bei den Stationären ist es eigentlich schon erreicht, weil man da eigentlich von vornherein das Lithium-Eisenphosphat verwendet. Das nimmt ein bisschen mehr Platz weg als das Kobalthaltige, aber das ist im stationären Bereich wurscht. Da zählt da die geringen Kosten und die Lebensdauer und die Sicherheit. Lithium-Eisenphosphat macht eigentlich keine Sicherheitsprobleme per se. Jetzt müssen wir es noch den Batterieherstellern beibringen, dass sie diese gesunkenen Kosten auch irgendwie ins Publikum übertragen. Ich glaube, da sind einfach riesige Margen drin im Augenblick. Also das, ich kenne die Zahlen auch und ich finde sie eigentlich ehrlich gesagt nicht gerechtfertigt. Die könnten billiger sein. Sehen Sie dann einen weiteren Player auf dem Markt, der vielleicht ein bisschen in die Kosten geht? Tatsächlich ist es so, dass die Natrium-Ionen-Batterie avisiert, für den Stationärbereich eingesetzt zu werden. Im Sommer letzten Jahres hat ein Spin-off von der Universität in Sichuan in Nordchina, die haben die erste 1-Megawatt-Stunden-Batterie auf Natrium-Ionen-Basis hingestellt, die läuft. Das kommt. Also das ist, und das ist halt nochmal vom Material her nochmal die Hälfte vom Lithium-Eisenphosphat. Vorausgesetzt, der Rahmen wird nicht abgeschöpft von den Batterieherstellern. Ja, das ist ja immer das Gleiche. Ja. Ja. Okay. Dann. Ja, okay. Gut, Herr Professor Fichtner, vielen Dank für die Erweiterung unseres Blickwinkels in Bezug auf Antriebsarten und auch Kraftstoffe. Okay. Für mich persönlich etwas enttäuschend, was E-Fuels und auch Wasserstoff anbelangt, muss ich tatsächlich sagen. Habe ich so noch nicht gesehen. Dafür haben Sie mich umso mehr bestärkt und haben auch mehr Lust gemacht am E-Antrieb. Das muss man schon deutlich sagen. Vielen Dank dafür. Ein kleines regionales Dankeschön von uns. Ich glaube, das meiste
Wasser steckt in der Tüte, in dem Fall in der Stofftüte. Okay, vielen Dank.